Dies ist das Nokia 5230. Hier oben wird es eingeschaltet und an der Seite wird der Bildschirm entsperrt. Dies ist die Hauptansicht mit verschiedenen Shortcuts. Über den weißen Knopf kommt man ins Menü. Wenn man eine SMS schreiben möchte, geht man auf Mitteilungen und dann auf Neue Mitteilung. Über den roten Knopf gelangt man immer wieder zur Startansicht. Es gibt mehrere Möglichkeiten, einen Anruf zu tätigen. Eine davon ist über Telefon und dann einfach die Nummer wählen. Das Nokia 5230 verfügt über eine 2-Megapixel-Kamera. Die startet man über den Auslöser hier oben. Wenn man sehen möchte, welche Programme im Hintergrund laufen, hält man den weißen Knopf kurz gedrückt. Das war ein kleiner Einblick in das Nokia 5230. Hier an der Seite sperrt man den Bildschirm wieder.